Papi, Papi, was reden die da? Hör da nicht hin. Das sind die... Explizite Zunge. Hallo und herzlich willkommen zu den expliziten Zungen. Wir haben heute einen Trailer im Gepäck zu der Herr der Ringe-Serie. Wir haben ihn gesehen, ihr wohl auch. Und jetzt, let's quatsch. Let's quatsch. Daddy. Hallo. Daddy, du bist hier der Herr der Ringe-Fan, der Ultimative. Was sagst du? Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, muss ich sagen. Also der Trailer hat jetzt nicht sehr viel preisgegeben, ne? Es war ein Teaser, kann man sagen. Man sieht... Es war ein Teaser. Es war ein Teaser, ne? Die offizielle Bezeichnung ist Teaser-Trailer. Ein Teaser-Trailer. Ja, ein Teaser-Trailer war es. Und man sieht, wie... Also in schon sehr geilen Bildern, muss ich sagen, die optisch wirklich sehr, sehr was hermachen, geil aussehen, einen schon mitnehmen. Der Ring, der Macht praktisch entsteht und der Name der Serie offenbart wird. Die Ringe der Macht. Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich habe auf jeden Fall mega Lust. Wie sieht's bei euch aus? Wie habt ihr das wahrgenommen? Ich fand die Animationen super. Ich bin froh, dass jetzt endlich mein Release-Datum da ist. Was ja jetzt tatsächlich auf September beläuft, meines Wissens. Und es wird ganz ehrlich, nach 19 Jahren wird es einfach mal Zeit, dass wieder was Neues von Herr der Ringe kommt. Schlons. Aha. Da bin ich der Einzige hier, der jetzt irgendwie... Naja, oder? Weil, ich sag mal so, der Trailer, ja, das Bild war cool und ja, und ich glaube, das ist auch die Serie, die jetzt den Rekord mit dem meisten oder dem höchsten Budget hat. Wenn ich mich da jetzt nicht täusche, was gehört zu haben von 500 Millionen Euro oder Dollar. Nein, 1 Milliarde Dollar, Schlons. Weil die Filmrechte alleine haben schon 250 Millionen gekostet. Ja, leck mich am Arsch. 1 Milliarde. Das wird die teuerste Serie aller Zeiten. 1 Milliarde. Das sind 1000 Millionen. Das sind 9. Für gekaufte 5 Staffeln. Das sind 9 Nullen. Ja. Geplant sind 5 Staffeln, 8 Folgen. Wie lange die Folgen sind, steht noch nicht fest. Ja gut, die werden sich wieder in dem Bereich der Dreiviertelstunde, Stunde sich bewegen, denke ich. Ja, ich denke Stunde. Ja, wie gesagt, ich bin da nicht so umgehauen worden von dem Trailer. Ich habe mir gedacht, ja, mei, ganz nett, weil... Also ich... Wie gesagt, so ein Serientitel haut mich jetzt nicht aus den Socken, ja. Und wenn ich jetzt sonst kein Bildmaterial sehe, bin ich halt da relativ, ja, mei, gell. Weil es gab auch so viele Serienenttäuschungen, wo ich so gehypt war. Ich gehe an solche Sachen jetzt auch relativ verhalten ran und lass mich einfach mal überraschen. Ja. Ich glaube, dass es gigantisch werden könnte. Besonders es handelt sich ja anscheinend um ein Prequel. Ja. Soll 3000 Jahre vor der Geschichte von Frodo spielen. Deshalb kann das auch ganz gigantisch in die Hose gehen. Aber was ich schon mal total sympathisch dabei finde, muss ich sagen... Ich finde gut, dass die jetzt nicht eine Kopie oder eine neue Version oder eine eigene Erzählung zu dem ganzen Inhalt von den drei Filmen kommt, ja? Das finde ich gut. Es ist halt eine neue... Das hätte ich jetzt auch gedacht. Ich finde gut, dass es eine neue Geschichte ist auf jeden Fall. Das macht auf jeden Fall Laune, finde ich. Ja, ganz ehrlich, warum sollst du auch ein Meisterwerk von Peter Jackson nochmal neu verfilmen? Es wird nie wieder was an die Originaltrilogie rankommen. Ja, das war mein erster Gedanke, wo ich davon mal was so spitz bekommen habe, dass ich mir gedacht habe, die machen jetzt genau das Gleiche jetzt als Serie. Das, wo ich das gehört habe, habe ich mir schon gedacht, nee, habe ich keinen Bock zu gucken, weil die Filme sind völlig ausreichend. Und jetzt dieses...
Prequel x-tausend Jahre vorher, das hat wieder diesen Spin-off-Charakter und das ist eh immer irgendwie so eine Sache. Ja. Ja, weil was bis jetzt ja bekannt ist, finde ich die Grundeinstellung eigentlich ganz gut. Es geht um die sieben Ringe und dann geht es halt um die Machtkämpfe zwischen die Könige, die die Ringe besessen haben. Wahrscheinlich wird es ja auch noch darum gehen, wie Sauron die Elfen dazu gebracht hat, dass sie überhaupt die Ringe schmieden und so weiter. Also ich finde die Story, was bis jetzt dazu mal durchgedrungen ist, relativ spannend. Das mit den ganzen Königreiche, das könnte mal wieder ein bisschen in Herr der Ringe abdriften, aber es ist an diesem Simmerillion. Also ich finde das auch gut. Ich habe Lust, ich habe auf jeden Fall Lust darauf. Es geht um die Ringe, das finde ich ja auch eine spannende Geschichte, weil das erzählt sich ja am ersten Teil die Gefährten so schön galant von Galadriel. Die Geschichte, die Entstehung, aber mal einfach wieder ein bisschen neuen Input aus dieser Welt zu bekommen, wie auch wenn es vielleicht nicht ein ganz so guter Ansatz am Ende ist, das werden wir herausfinden können, macht es aber trotzdem mir persönlich sehr viel Spaß und auch Vorfreude, dass ich mir davon wieder was angucken kann demnächst und da wieder ein bisschen ja auch die Hoffnung habe, dass es vielleicht auch nur ansatzweise wie Herr der Ringe so ein Feeling wieder erzeugt, weil mich persönlich die Filme echt immer sehr, sehr schön begleitet haben, immer noch stets begleiten und wenn ich sie heutzutage mir angucke, ich auch immer noch fasziniert bin von denen. Tja, von daher, ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Projekt. Und ich finde es auch gerade gut, dass es nur ein Teaser-Trailer ist, der eben nicht schon, keine Ahnung, wie viele Eindrücke einem ins Gesicht presst, innerhalb von kürzester Zeit, sondern der da ganz galant langsam dran geht. Man sieht auf jeden Fall in der Art und Weise, wie alles animiert und gemacht worden ist, Liebe zum Detail. Man sieht, dass man auf jeden Fall sich Gedanken gemacht hat, dass da richtig ein richtig krasses, ordentliches Bild so entsteht. Ja, wie die Kamera gefahren ist, wie die Hintergründe dabei in Szene gesetzt sind teilweise. Fand ich auf jeden Fall sehr cool. War gut animiert, wirklich, wirklich viel, viel Arbeit da drin gesteckt. Das sehe ich auf jeden Fall auch. Ich freue mich, wenn die Serie ansatzweise so gut das weiter fortführen wird und auch die Schauplätze ähnlich qualitativ sind, dann kann das richtig fett werden. Oder natürlich auch der größte Müll. Aber man hofft ja, ne? Wir müssen in den Zeiten heutzutage, muss man einfach auch zwischendurch wenigstens bei solchen Dingen hoffen. Ja, also Detti, du freust dich, du bist gespannt wie ein Zirkuszelt, du kannst es kaum erwarten. Ich bin auf jeden Fall hyped, hundertprozentig. Okay. Du bist vielleicht nicht ganz so gehypt, aber nicht weniger begeistert. Ich bin gespannt drauf. Okay. Ja gut. Herr der Ringe war unsere Jugend und ich glaube, wir haben die Filme damals alle gefeiert und ich mag dieses Universum, in dem es spielt. Ja. Ja. Dann ist, glaube ich, auch schon alles gesagt. Mehr als der Teaser natürlich preisgegeben hat, aber ich meine, man hat ja auch jetzt recht wenig Fleisch zur Verfügung gehabt. Dann sind wir damit auch schon wieder durch. Alle freuen sich, außer der Schlons. Dem ist das gerade noch so ein bisschen, naja. Aber vielleicht erweckt ein richtiger Trailer dann vielleicht mein Interesse. Na gut, Jungs. Kleiner Randtipp apropos Trailer. Dann guckt ihr doch vielleicht mal den neuen von The Walking Dead an. Das habe ich schon. Ja. Da hast du Fleisch. Und vielleicht gibt's da auch ein kleines Let's Quatsch. Deswegen habe ich dich immer unterbrochen, weil ich das unbedingt gerade reinschieben musste. Dann mussten wir eins machen, finde ich. Ja. Heiligt der Zweck die Mittel oder ist die rote Karte jetzt gerechtfertigt? Man unterbricht den Schlons nicht einfach. Okay, Entschuldigung, Schlons. Entschuldigung, Schlons. Ja. Ja. Okay. Dann sagt jetzt brav Tschüss, wir wollen Feierabend machen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch, bis zum nächsten Mal. Ciao.